Hätte ich nicht mit Musik machen angefangen, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr da. Songs machen, die so ein bisschen radiotauglicher sind. Und ich war so auf gar keinen Fall. Jetzt bin ich so, bitte spielt meine Songs im Radio, was für viel GEMA es da gibt. Alles Schlechte, glaube ich, was man in der Musikbranche erleben kann, habe ich auch erlebt. Und hast du vorher irgendwo ans Aufgeben gedacht? Immer. Also auch nach dieser Savage-Single. Der Wechsel des Managements war schon so, davor dachte ich, alle Türen im Musikbusiness sind für mich geschlossen, weil mir das gesagt wurde. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich funktioniere. Mir war es auch immer sehr, sehr wichtig, dass man weiß, dass ich nicht einfach nur die Frau bin, die man da hinstellt und die Hook singt. Die Zahlen für andere Leute, die Sachen, die ich geschrieben habe, sprechen da für sich. Da bin ich in mir noch nie so geruht wie jetzt gerade. Wenn ich so furchtbar wäre und wenn ich das so nicht könnte, dann hätte ich nicht schon in den richtigen Momenten so abgeliefert. Welche Brand macht denn das? Eine, die an dich glaubt. Ich mag solche Orte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe das Rumpfummeln in den Regalen und gucken, was hier rumgeht. Ich habe hier einige Schätze gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich auch schon, auf jeden Fall. Vor allem, dass man alles anfassen darf. Ja, gut. Ich glaube auch, eigentlich dürfen wir es nicht anfassen. Aber das wird ja neu aufgebaut. Ja. So. Und man muss ja sagen, das ist komplettes Archivmaterial. Ich habe gelernt, dass war quasi so halb verschollen und versteckt. Und jetzt stimmt, holt man es zusammen. Gerettet. Es wurde gerettet. Es wurde gerettet. Und man baut was Neues drauf auf. Ich bin Fan von Werder Bremen. Und ich habe da hinten etwas gefunden. So Werbung und die ersten Trikots und mit Werder Bremen und Puma, die auch eine Vergangenheit hatten. Das hat mein Herz ganz schön erhellt. Jetzt bist du ja, und das ist ja der Grund, warum wir uns in diesen Räumlichkeiten treffen, wo wir unterwegs sind, in einer Partnerschaft mit Puma. Das stimmt. Was glaubst du? So auf der Reise zwischen euch, muss das Ziel irgendwann sein, dass auch irgendwann so ein Legacy-Sneaker von dir hier mit im Archiv landet? Das wäre schon sehr cool, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel. Oh. Wirklich, ich glaube, was auf diesem Weg passiert, vielleicht zu dem Legacy-Sneaker oder Weightlifting-Show oder was auch immer es wird, ist der Weg, die Menschen, der Weg, das, was hinter dieser Brand steht, meine Philosophie. Ich glaube so, was man zusammen erreichen kann. Wir kennen uns jetzt ja schon so ein paar Tage, haben die letzten Jahre auch immer engere Kontaktpunkte gehabt. Nicht gut übrigens. Ja, ganz meinerseits. Mir ist aber dann zu meiner eigenen Schande aufgefallen im Research, wie lange du eigentlich schon unterwegs bist. Ja. Und also, ich glaube, das wäre ganz schön, weil das ist das erste Mal, dass wir sprechen, so glaube ich, so komplett in so einem Talk vor Kamera. Und das ist für mich auch immer der Moment, wo ich dann Künstler für mich selber nochmal lerne, interpretieren kann oder aus dem Gespräch machen kann, dass wir das schon mal aufarbeiten. Denn du bist jetzt 2022, ich habe das Gefühl fast noch einer New Version wieder von dir, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ja, 100 Pro, ja, auf jeden Fall. Aber was ist der Grund, warum du damals mit Musik angefangen hast? Boah, das klingt jetzt super cheesy, aber Musik war so mein Outlet, so ich musste das machen, weil ich glaube, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ist es aber nicht, es ist, wie es ist, Musik war meine Therapie und ich glaube, hätte ich nicht mit Musik machen angefangen, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr da. Ach echt? Das hat mir in jedem dunklen Moment hatte ich was, woran ich mich festhalten konnte und das war Musik. Sowohl hören sicherlich als auch machen dann irgendwann. Ja, also für mich war es immer mehr, also hören hat mich schon natürlich immer interessiert. Wer liebt nicht Musik hören? Aber es war jetzt zum Beispiel nie so, dass ich sein wollte wie jemand. Also ich habe nie so Idole oder so gehabt, sondern ich wusste einfach nur, ich will Musik machen und ich will das machen, worauf ich Bock habe. Und es war immer eher unüberlegt, ohne Plan. Und es war immer eher aus dem Gefühl heraus. So habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Und ich bin, wenn wir ganz zurückgehen wollen, ich bin in einem relativ unmusikalischen Haushalt aufgewachsen. Also mein Stiefvater und meine Mutter haben mal hier und da eine CD vielleicht rumliegen gehabt, aber ich hatte nie jetzt, also keiner hat Musik gemacht. Alle sehr normale Jobs. Ich bin die einzige und erste Selbstständige in meiner Familie, die dann auch noch was Kreatives macht. Also das gab es vorher nicht. Mein richtiger Vater ist damals in seiner Blüte der Zeit in Afghanistan, war er Musiker. Ja. Und da kommt vielleicht irgendwie so dieses Interesse daran her. Ich weiß es nicht, aber ich kannte den, bis ich 14, 15 war, gar nicht. Und ich habe dann irgendwann auch in dem Alter so unbewusst mit Musik, also ich habe erst ein bisschen Gitarre mal gespielt, dann hatte ich darauf keine Lust mehr, dann habe ich ein bisschen Klavier gespielt, hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Und irgendwann habe ich mich
es war eine komische Situation. Meine Schwester hatte ihren allerersten Freund und die Schwester von dem war mal zu besuchen, die hatte Gesangsunterricht. Und die hat mich irgendwann mal am Klavier, ich habe dann so Popsongs nachgespielt. Meine Mutter hat mir mal so Hefte mit Noten gekauft und da habe ich das nachgespielt und habe ich dazu gesungen. Und die hat irgendwann gesagt, ah, du hast voll die gute Stimme. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich eine gute Stimme, vielleicht sollte ich das mal irgendwie forcieren. Und dann habe ich so einen Kurs gemacht irgendwo. Damals waren das noch Zeiten, wo du das Internet nur benutzen konntest, wenn du das Telefon dann nicht mehr benutzen konntest, weißt du? Mit einem Modem so verbunden. Glaub mir, ich kann mich an das erinnern. Genau, what I mean. Und da habe ich irgendwie dann so einen Kurs gefunden, wo man 3 Monate einmal die Woche hingeht und mit anderen Leuten, die man nicht kennt, so Songs aufarbeitet. Aber auch schon so dir das Ganze... Ich wollte das unbedingt machen. Und es war dann so, du hast dann so ein bisschen gelernt, mit anderen in Harmonie zu singen. Und ja, du hast dann einfach, ich habe mir Songs, ich weiß noch, ich habe als Songs eingereicht, Beautiful von Christina Aguilera. Kannst du noch jetzt? Ja, klar. Ja, ich habe original jede Castingshow in den ersten Schritten mal mitverfolgt. Und da wird immer dieser Song gesungen, ja. Und Leute daran scheitern und sehen, wie sie Beautiful singen mussten. Und von Mario Winans, You Should Let Me Love You, den Song, das habe ich aufgenommen. Und du hast beides bestanden? Oder? Ich habe es bestanden und wurde dann da halt aufgenommen. Dann hat man noch sich so ein paar Songs ausgesucht und dann hast du 1 oder 2 Songs alleine performt. Das war so, das okay. Ziel war, am Ende mit dieser Gruppe aufzutreten in so einem kleinen Theater in Hamburg und deine Familie und Freunde sind dann halt dahin gekommen. Das war das war nur für einen selbst eigentlich. Ja. Genau, und das habe ich gemacht und danach war ich richtig angefixt und dann wollte ich unbedingt Musik machen. Ich wusste aber, ich konnte ja nicht so richtig ein Instrument spielen und war so, wo fängt man eigentlich an? Und dann gab es auch wieder, in Hamburg gab es eine Website, die hieß bandnet.de oder so und das war so ein Forum für Musiker in Hamburg. Und da ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber entweder habe ich auf eine Annonce geantwortet oder ich habe eine geschaltet. Auf jeden Fall habe ich dann so meine erste Band kennengelernt. Und dann haben wir eine Band gegründet und wir waren gegen alles und waren so, boah, wir wollen auf keinen Fall irgendwas Mainstreamiges machen. Wir wollten auch nur zu dritt in der Band bleiben. Das heißt, ich musste dann anfangen, auch Bass zu spielen. Und ich bin eigentlich Linkshänderin, habe alle Instrumente aber dann auf rechts gelernt, weil wir kein Geld hatten, um uns einen Linkshänder-Bass oder sowas zu kaufen. Und dann musst du dir vorstellen, dann haben wir in Munzburg im Bunker hatten wir einen Proberaum, der super feucht war und es war alles eigentlich Horror. Und wir haben dann aber angefangen, einfach Songs zu schreiben. In der Feldstraße auch unter anderem, ja, gegenüber vom anderen Bunker. Da war die Wohnung von Richie, macht heute auch noch Musik als Georg auf Lieder, krasser Typ. Und wir haben dann so, wir haben gesagt, wir werden Rockstars. Wann war das? Das war so in den 2000er. Ja, das muss so 2000, ich will sagen 2006, 2007, so in diesem. Guck mal, das ist alles schon ganz schön lange her. Ganz schön lange her. Ich war da so 15, 16. Und also man merkt ja dann schon, dass von Sekunde 1 du eine richtige Passion dafür in dir gemerkt, dass ich die hatte ja offensichtlich auch so einen negativen Touch, also voll, also dass sich da hängetrieben hat, aber dann war es Ventil. Ja, Musik war immer für mich was, wo ich wusste, da drin bin ich gut. So, als ich das dann angefangen habe und gemerkt habe, oh, ich lerne auch relativ schnell so, wie das so funktioniert. Hey, Bass zu spielen und dabei zu singen oder auch Gitarre, das ist schon kompliziert so. Ja. Aber ich habe das dann einfach autodidaktisch mir irgendwie beigebracht und es war dann so, der Gitarrist, also Richie, hat immer gesagt, du musst nur achteln können, du musst nur bam, 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 das machen können und das konnte ich dann und dazu konnte ich auch singen oder schreien oder was auch immer man es genannt hat. Spannend. Und dann haben wir wirklich angefangen, alles zu spielen, was man spielen konnte in Hamburg als Band. Also von irgendwelchen dubiosen Band-Contests. Du hast alles mitgemacht. Ich habe alles mitgemacht und wir haben das auch gewonnen, glaube ich, einmal sogar. Und irgendwann haben wir uns ins Internetcafé in der Feldstraße 32, da über war die Wohnung von Richie, haben wir uns hingesetzt, Pfandflaschen weggebracht, damit wir irgendwie Geld haben, um uns das leisten zu können. Dann haben wir alle Bands und Managements. Jetzt werden die Klischees aber wirklich, noch. Nein, alle Bands und Managements und so rausgesucht von Bands, die wir cool fanden. Wir haben vorher eine Demo mit 4 Songs aufgenommen, haben dann denen das alles geschickt und haben gesagt, wir wollen spielen. Nehmt uns als Support mit. Bitte lasst uns als Vorband bei eurer Band spielen. Und es hat sich von 100, keine Ahnung, Leuten eine Person zurückgemeldet und der hat uns dann angefangen zu managen. Und dann haben wir angefangen, auch in ein richtiges Studio zu gehen und auch mal ein paar mehr Songs zu machen, noch mehr gespielt und so. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo die gesagt haben, ja, ihr müsst mal so ein bisschen Songs machen, die so ein bisschen radiotauglicher sind, ein bisschen mainstreamig und keine Ahnung. Nee.
Und ich war so, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Jetzt bin ich so, bitte spielt meine Songs im Radio, weißt du, wie viel GEMA es da gibt. Aber zu dem Zeitpunkt, ich wusste das da noch nicht, aber alles, was ich auch so ein bisschen verdrängt habe in der Vergangenheit, hat mich da so ein bisschen eingeholt. Und ich war, glaube ich, so mit der ausschlaggebende Punkt, warum sich die Band dann eigentlich so kurz vor, jetzt könnte es richtig cool werden, dann aufgelöst hat. Und dann bin ich in einer Überschwungshandlung, bin ich nach Berlin gezogen. Hab einfach alles stehen und liegen gelassen und hab gesagt, fuck this, ich gehe jetzt. Ich find's ganz spannend. Man muss ja mal ein bisschen erklären, bei Backspin, Hip-Hop-Magazin, ist der Schnittpunkt, den man mit dir oft obvious hat. Cool Savage. Cool Savage, eine Single, Nummer 1 und es knallt und auf einmal kriegt da auch jeder mit, wer du bist. Jetzt haben wir zum anderen aber auch eine Hip-Hop-Welt, von der ich ja persönlich auch ein großer Freund bin, die immer größer, immer vielfältiger wird und immer mehr Spielplätze hat. Ja. Und auch wenn die Musik und dein Werdegang wahrscheinlich mindestens bis zu dieser Single eigentlich ja gar nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hatte. Du ist aber ich habe immer Hip-Hop gehört. Genau, wollte ich gerade sagen. Wirkt aber alles, was du, die Attitude, mit der du alles rangegangen bist, ja schon, die kannst du schön in der Hip-Hop-Geschichte verpacken. Ich finde dann aber ganz interessant, und das war auf der Legacy, auf deinem Lebensweg ganz interessant zu sehen. Und ich habe ja richtig ins Nestenwest gestochen, das merke ich ja nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange der nächste Teil wird. Aber so die Jahre bis zu diesem Mal, wo ich das mitkriege. Struggle. Ja, weil du bist da auf Tour, du bist da Support, du spielst da mit, du bist da. Und es wirkte jedes Mal wie, die Tür öffnet sich, ich springe da rein und dann. Es war immer jemand da, der mir die Tür vor der Nase zugehauen hat, sage ich dir. Also ich habe danach, dann wusste ich ja, ich will weiter Musik machen. Und hatte aber niemanden, mit dem ich Musik machen konnte. Dann habe ich mir Gitarre spielen beigebracht. Also so, dass ich Songs dazu schreiben konnte. Habe Songs geschrieben und dann habe ich angefangen, habe ich hier natürlich in Berlin Leute kennengelernt, die auch irgendwen kannten. Und dann habe ich angefangen, Konzerte zu spielen. Dann muss ich sagen, dass ich 5 Jahre dieser Karriere, wo es eigentlich, also ich habe ein Album gemacht mit einem Vertriebsdeal nur und habe über 20.000 Einheiten verkauft. Also ich war gerade so mit englischsprachiger Indie-Pop-Musik, muss man dazu sagen. Und es war, ich habe mit Take That im Vorprogramm gespielt. Ich war mit Jessie J auf Tour. Ja. Ich habe bei Rock am Ring gespielt. Also ich habe wirklich sehr viele Sachen gemacht. Ich war aber sehr schlecht beraten zu der Zeit. Und das war auch der Grund, warum ich dann auch nicht mehr vorangekommen bin, weil das noch so, ich habe ja schon gerade erzählt, dass ich die Band aufgelöst habe, weil ich sehr viele Sachen, die in meiner Vergangenheit passiert sind, nicht richtig verarbeitet habe. Und dann kam noch jemand drauf, der noch mal so richtig draufgeschlagen hat, so ungefähr. Und ich habe alle Klischees, die man so sagt, die hier kommen, ich mach dich zum Star mäßig, solche Leute. Ich habe wirklich alles Schlechte, glaube ich, was man in der Musikbranche erleben kann, habe ich auch erlebt. Wenn du schon immer sagst, du hast Hip-Hop gehört, also das heißt, du hast so ein bisschen, und du hast ja Szene sicherlich auch mitbekommen. Ey, voll. Warum hast du nicht selber irgendwann gesagt, ey, fickt euch alle, hier darf ich das. Und machst deine Musik, vielleicht dann noch mehr so, wie du sie machen möchtest und in Anführungsstrichen lernst von diesen ganzen Assis aus dem Hip-Hop-Business, die auch mit 2 Mittelfingern durch die Industrie gelaufen sind, die sich dann auf sie einstellen musste. Dafür habe ich zu viel Zeit mit Menschen verbracht, die mein komplettes Selbstbewusstsein manipuliert haben, sage ich so. Okay. Ja, also ich habe in den letzten 3-4 Jahren so einen richtigen Journey to myself gehabt. Das klingt jetzt super cheesy, aber ich habe echt mein ganzes Leben geändert, so vom Lifestyle, von Sachen, die ich gemacht habe, wie ich an Sachen rangegangen bin, keine Ahnung. Und ich habe ehrlicherweise auch das Gefühl, das ist der Grund, warum wir hier stehen, in diesen Räumlichkeiten und uns nachher auch noch über andere Themen unterhalten werden. Ja. Du hast irgendwo einen Switch gemacht. Ja, ich habe alles geändert. Ich habe alle Leute, also nicht alle Leute, aber viele Leute aus meinem Umfeld auch entfernt. Ich muss sagen, ich habe dann meine jetzige Managerin Steffi kennengelernt, die mir nach 3 Monaten Zusammenarbeit schon den krassesten Werbedeal mit einer großen Getränkemarke besorgt hat, wo mein Song auf einmal in der Werbung gespielt wurde. Und ich war so, ach, ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Aber mir wurden so viele Türen zugehalten, weil mich jemand einfach, ich sag's immer so, der Schmetterling, der wurde nicht aus dem Kokon gelassen. Hast du ein Gefühl, dass auch, dass du bist ja dann mittendrin noch in der Endphase von Frauen haben es im Business nicht einfach. Es ist ja bestimmt bis heute noch, aber hast du auch ein Gefühl, dass das immer ein Faktor war? Weil auf der anderen Seite, ich habe versucht, so ein bisschen herauszufinden, so wie du früher als Künstlerin ausgesehen hast, so das Skillset, was man ja immer gebraucht hat, um ein Paket und ein Produkt zu schaffen und die Musik, die du da gemacht hast, die ist ja so auch für ein Produkt, das ist ja schon Produktmusik für die Popwelt. Ja. Hast du da auch aufgrund der Konstellation Kämpfe gehabt? Weil auch da, finde ich, hat Hip-Hop ja
Also ich sag ganz ehrlich, ja, ich wurde von Männern zurückgehalten, auf jeden Fall. Und es waren auch Männer, die mir gesagt haben, so, ah, nee, das ist scheiße, bla bla bla. Da war jetzt nicht so, also ich muss auch sagen, dass ich es sehr schätze, mit einer Frau jetzt zusammenzuarbeiten, weil die mich in vielen Punkten besser versteht, sag ich mal. Aber ich sage nicht, dass das der einzige Grund war, so. Also, dass Männer der einzige Grund waren. Ich will jetzt nicht sagen, oh, aber... Das wäre, ja. Ne, also, ich bin ein Mensch, ich sage auch immer so, ich glaube, ich würde es nicht pauschal auf ein Geschlecht abwälzen. Ich würde sagen, die Menschen, die in meinem Leben diese Rolle gespielt haben, zum Beispiel, das waren Männer. Und man muss leider sagen, dass, ja, auch im Hip-Hop zum Beispiel, es ist eine Männerdomäne, aber ein bisschen ändert sich vielleicht schon was. Ich glaube, jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt heute auch noch so wäre, aber es war auf jeden Fall sehr diktiert von Männern in meinem, ich kann immer nur von mir selbst sprechen. Wann war die Nummer 1 Single mit Savage? 2019. Krass, hast du vorher... Ich habe 2018 gewechselt, mein Management. Und hast du vorher irgendwo ans Aufgeben gedacht? Immer. Also auch nach dieser Savage-Single habe ich... Echt? Ja, voll. Das ist bei mir, kannst du die fragen. Es ist ein Ding, was so alle paar Monate mal aufschwappt. Also wenn ich mir denke, so, du musst dir vorstellen, das ist natürlich alles immer ein Hustle, auch finanziell so. Und du denkst dir dann so, boah, nichts geht, niemand interessiert sich für mich, egal was ich kann. Klar, also das ist jetzt nichts, wo ich, davor wollte ich sowieso immer schon alles hinschmeißen. Das war ja für mich, war der Wechsel des Managements war schon so, davor dachte ich, alle Türen im Musikbusiness sind für mich geschlossen, weil mir das gesagt wurde. Und dann war es so letzte Kugel im Lauf? Ja, und dann war ich so, okay, wenn ich das jetzt aber nicht probiere, dann weiß ich nicht. Und dann war auf einmal alles gut, dann ist gar nichts passiert. Ich war so, hä? Nur Scheiße gelabert. Das heißt aber schon, dass du, würdest du sagen, also du hast beschrieben, so vor 3-4 Jahren Changeover gemacht, komplett, dass das so der Wendepunkt in deiner Karriere war? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch so. Ich sag dir, ich musste dann auch noch ein Album schreiben, was ich komplett verworfen habe, weil ich da mich auch wieder habe ein bisschen was drängen lassen. Ich bin ein People-Pleaser gewesen. Ich bin wirklich jemand gewesen, der immer wollte. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Und das hat sich auch alles ein bisschen in mein Berufsleben übertragen, ne? Dass ich immer so wollte. Das in dem Business ist ja, it's Horror. Richtig man muss, gefährlich. Man, also, brauchst du gute Wachhunde um dich rum. Ja, voll. Und das hatte ich halt nie. Und ich war immer so, ach ja, okay, ach, ich probiere das jetzt einfach mal so auf den. Ne? Ich probiere gerne Sachen aus und keine Ahnung. Aber so, das muss jetzt, wenn ich merke, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nichts für mich, dann sage ich jetzt mittlerweile endlich auch, hey, habe ich keinen Bock drauf. Aber das war früher halt nicht so. Und das ist ein Prozess gewesen. Und wo der Switch für mich war, als ich dann gesagt habe, okay, ich ändere jetzt was und ich ändere auch was in, also das war ein Prozess, das war nicht, heute bin ich so und morgen bin ich jetzt ein anderer Mensch. Das hat viele Schritte gebraucht und das ist auch dieses Healing und das Heilen, was man sagt, von dem ganzen Schrott, den ich in meinem Rucksack mit mir mitgeschleppt habe, ja, das war eine harte Arbeit und ist immer noch eine harte Arbeit, aber es ist jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ey, jetzt weiß ich wenigstens, wer ich bin und wer ich sein will und was ich, wofür ich stehen will und was für Musik ich machen will, zum Beispiel. Wir müssen nochmal gleich, also wir machen hier eine kleine Reise durch, wir machen hier eine kleine Reise durch Puma, durchs Haus und auch für euch, damit ihr so ein kleines bisschen versteht, ich finde deinen Weg ziemlich spannend und dann nachdem, was ich so ein bisschen gelesen habe und wie ich dich als Mensch kennengelernt hatte, war es mir klar, dass ich irgendwann gerne mit dir mal ausführlicher über dich und deinen Weg sprechen möchte. Dann hast du mir mal erzählt, dass es diese Zusammenarbeit mit Puma gibt und das gab da so ein paar Punkte, wo ich sofort für mich so Fragezeichen hatte. So, und no front, die Frage ist, warum? Warum spricht mit Puma mit dir langfristig zusammenarbeiten und dir nicht nur einen Karton Klamotten schicken oder sowas? Und das hängt mit dem zusammen, wie du dich als Künstlerin, als Persönlichkeit entwickelt hast. Und darüber müssen wir gleich weitersprechen. Ja. Ich habe jetzt gerade im Regal aber was entdeckt, was ich mir kurz angucken muss. Denn glaub mir, es gibt, glaube ich, die krasseste Fußball-Fan-Kampagne, die es jemals gegeben hat. Ist die, wo diese Fangruppen, kennst du diese Ultras? Ja, klar. Ich war früher bei diese, den Ultras. Diese Lieder, diese... da war ich ganz klein. Das ist doch das hier, oder? Mit dem Love. Google diese Videos. Sie sind die größten. Ti amo. Ti amo. Aber das ist ja auch wirklich... Wir gucken noch ein bisschen Archiv und dann machen wir weiter. Hier, Deep Talk. Check it out. Ja, der war nicht dabei. Der war nicht dabei, aber der ist hier auch mit dabei. Stimmt, das war ja Puma, ne? Ti-Amo. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Immer wenn du nicht mehr neben mir liegst, dann fängt es an.
finde den Walk hier schön. Und Hip-Hop-technisch weißt du ja, ne? If you don't talk the talk, if you can't walk the walk. Und deswegen walken wir jetzt den Walk und machen den Talk. Wir machen den Talk auf dem Walk. Und wenn du nicht spätestens jetzt morgen irgendwo so blöde Lacher eingebaut hast, dann hast du deinen Job nicht richtig gemacht. Was mir aber ehrlicherweise hier ganz wichtig war, dass wir es hier machen. Guck mal, das ist die Erfolgsgeschichte von Puma. Ja. Hier ist gar nicht so viel von den negativen Sachen, sondern das ist da an irgendeinem Punkt, da sind wir spätestens da vorne, wenn Helmut da mit Jay-Z steht, da hat es funktioniert. Da wussten sie, was sie machen wollen und haben sie richtige Entscheidungen getroffen. Und wir haben ja unten im Lager so ein bisschen aufgehört an diesem Wendepunkt, den du in deinem Leben hattest. Du hast gesagt, es war nicht eine Sache. Trotzdem kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, der dir innerlich das Gefühl gegeben hat, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, vielleicht auch rückblickend? Also ich habe ja vorhin auch gesagt, dass das nicht ein Schritt war, sondern es waren mehrere Sachen. Und ich glaube, der erste Schritt war auf jeden Fall der Wechsel in mein aktuelles Management. Also mich mit Leuten zu umgeben, die mich gesehen haben, wie ich mich vielleicht gar nicht gesehen habe. Und auch daran geglaubt haben, wie ich gar nicht mehr daran geglaubt habe. Und dann auf einmal fing es halt an, dass Sachen passiert sind. Also sei es, dass ich diesen Werbesong in den ersten 3 Monaten bekommen habe oder sei es, dass ich... War es der Werbesong? Nee, also das war die erste Bestätigung, die ich dann mal bekommen habe. Das, genau, aber das meine ich so. Das war noch nicht der Punkt, wo es sich verändert hat. Ich glaube, das war so ein kleiner Schwung in die Richtung, genauso wie die Savage-Nummer ein kleiner Schwung in die Richtung war. Und auch, dass ich dann mit einem Label gesigned habe, war ein kleiner Schwung in die Richtung. Ich glaube... Dann kam noch der Punkt, dass ich kurz vor Corona, also vor der Pandemie, habe ich ein paar Änderungen in meinem Lebensstil getroffen. Also unter anderem habe ich zum Beispiel aufgehört, Alkohol zu trinken. Das war ein sehr, sehr krasser Punkt für mich, weil ich es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gecheckt habe, dass ich vielleicht ein Problem habe, was mich auch krass zurückhält, weil ich viele Sachen nur sehr halbherzig gemacht habe dadurch. Okay. Mir war es immer wichtiger, den Kopf auszuschalten, so ein bisschen. Und da habe ich mich mal angefangen, so richtig mit mir auseinanderzusetzen. Ja. Und das war, also viele Leute sprechen von Self-Care und keine Ahnung mit hier, wir machen ein bisschen Yoga und trinken Tee. Für mich war es auf jeden Fall, also ich habe eine Therapie gemacht, schon weit davor. Das war auch schon so ein Anschubser auf jeden Fall. Aber, und das ist so das, was mir so bewusst geworden ist wie noch nie, glaube ich. Dir können viele Leute gute Ratschläge geben und viele Leute können dir sagen, das ist gut für dich und das musst du machen. Und du kannst das auch irgendwie annehmen, aber wenn du das selbst nicht von dir aus verkörperst, verinnerlichst und machst, dann bringt es dir wirklich gar nichts. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mein Leben so weiterleben, wie ich es gelebt habe. Vielleicht bedeutet das auch, dass ich mich mit Dingen auseinandersetzen muss, auf die ich gar keinen Bock habe. Und auch wenn es anstrengend ist, war ich dann erst zu dem Zeitpunkt bereit. Also es ist noch gar nicht so lange her. Und das war der erste Startschuss, wo ich dann angefangen habe. Eine neue Nessie zu sein. Und auch zu reflektieren, hey, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich funktioniere. Ich funktioniere gut und alles, also so, auch was arbeitstechnisch ging und sowas. Gut, habe ich noch nie so krasse Erfolge gehabt. Das heißt, ich habe mich jedes Jahr stetig gesteigert, aber habe mich selbst irgendwie noch so krass zurückgehalten, kann man irgendwie sagen. Durch so Faktoren wie manche Menschen in meinem Leben, durch Alkohol, durch sich nicht fokussieren auf, was will ich eigentlich und auch keinen Plan haben zum Beispiel. Das heißt, die Single-Erfolg, die Goldauszeichnung Nummer 1 und so, das war ja sogar noch ein Tick davor. Ne? Das genau. War noch, hat das eigentlich, war das so ein förderlicher Kick von ja geil oder war es auch ein kleiner Nierenschlag in Form von ja, ich bin Feature-Gast und ist nicht meine eigene Nummer 1. Verstehst du, was ich meine? Darum ging es mir nie, weil für mich ist es nach wie vor, das hat mir sehr, sehr, sehr viele Türen geöffnet, auf jeden Fall. Das ist absolut außer Frage. Natürlich ist es immer so ein bisschen das Problem, dass Leute denken, du singst das, aber was halt niemand weiß, ist, diese Hook habe ich ja geschrieben und die stand, bevor der Rest von diesem Song stand. Ja, okay. Und das ist sowas... Das ist das Selbstbewusstsein, dass du dir als Künstler aus so einer Situation auch mit rausnimmst, ne? Da will man gerne mehr den Zuspruch haben, den ich auch teilweise dann so bekommen habe. Aber ich musste mich immer wieder vorher noch so... Nee, ich habe es nicht nur gesungen, ich habe es auch geschrieben. So, ne? Also weil vielleicht ist es da auch wieder, ich bin eine Frau und keine Ahnung. Ne? Also dass man dann nicht erwartet, dass jemand das dann eben so auch kann. Aber das ist mir eben auch immer sehr wichtig. Hey, natürlich...
schreibe ich auch mit anderen Leuten zusammen oder mache auch Sachen mit anderen Leuten zusammen. Aber ach, ich finde ehrlicherweise, so, in dem Metier, in dem du unterwegs bist, ist das auch ein Zeichen von Qualität, wenn man gemeinsam an guten Dingen arbeitet. Total, aber mir war es auch immer, immer sehr, sehr wichtig, dass man weiß, dass ich nicht einfach nur die Frau bin, die man da hinstellt und die Hook singt. Du hast schon ein bisschen eine Rapper-Ehre in dir, ne? Das ist mir auch wichtig, weil ich ja, also weil ich auch der Überzeugung bin, dass, und ich meine, die Zahlen für andere Leute, die Sachen, die ich geschrieben habe, sprechen da für sich. Ich bin an sehr vielen sehr erfolgreichen Sachen beteiligt. Nicht nur im Hip-Hop, sondern ja, auch so im Dance-Bereich, im Techno-Bereich. Also ich will nichts sagen, aber die letzten drei sehr erfolgreichen Singles von Scooter zum Beispiel, die habe ich geschrieben. Die Stimme, die Kinderstimme bin ich. Ich habe diese Hooks geschrieben. Scooter hat eine ganze Tour danach benannt, nach einem Song. Also das ist so. Hast du dann noch zu wenig? Du hast noch zu wenig Anerkennung für das, ne? Ich habe noch zu wenig Anerkennung, auf jeden Fall. Andererseits denke ich mir dann auch so, ich weiß, dass ich gerade für mich selbst, also auch so was meine eigenen Songs und meine eigene musikalische Entwicklung angeht, da mache ich gerade die besten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Und deswegen bin ich beruhigt. Und da kriege ich das Feedback zum Beispiel von meiner Managerin, von meinem Umfeld, die mir genau das sagen. Und ich meine, mein Umfeld beinhaltet eben auch Menschen, die sehr renommierte Produzenten und Songwriter selbst sind. Und das ist für mich eine gute Anerkennung. Und da denke ich mir so, okay, ich bin jetzt auf diesem Weg. Und wenn ich das einfach so weitermache und einfach richtig gut bin in dem, was ich mache, ja, dann weiß ich auch, dass ich das, also ich habe jetzt nicht, natürlich habe ich Ängste, dass vielleicht irgendwas nicht klappt oder keine Ahnung, aber es ist das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich weiß, es liegt jetzt nicht an mir. Also natürlich in der Form liegt es an mir, wenn man jetzt davon spricht, einen Plan zu haben, wie man sich selbst besser vermarkten kann, sicherlich. Aber ich meine von meinem Handwerk, dass ich mich hinsetzen kann, ich lerne gerade produzieren zum Beispiel so. Also so, dass ich autarker arbeiten kann und so, dass ich das kann. Da bin ich in mir noch nie so geruht wie jetzt gerade. Ja, ich fühle, was du meinst. Und das ist dann, glaube ich, auch irgendwas, was ich immer so mit Künstler-Selbstbewusstsein beschreibe. Ja. Und das habe ich schon ganz oft auch im Rap teilweise früh gesehen, ja, wenn Rapper einfach ziemlich schnell sofort eine gewisse, also ein klare Bild von dem hatten, wer sie sind, wofür sie stehen, was sie machen wollen. Ja. Sie sind wieder diese Mittelfinger, die ich dann immer gerne, ja, raushole für, und dann halt einfach den gnadenlosen, ja, Weg durchziehen. Ja. Und dann mit dem Bulldozer durch. Das ist dann aber vielleicht das Produkt. Oder Produkt, das klingt einmal zu hart, aber die Persönlichkeit. Also das, ja, das, die man, bei dir ist da durch dieses Künstlerische das, was dann ja auch bei denen, bei Rappern oft kommt, wenn sie dann anfangen, nee, ich möchte jetzt noch mehr mit Musikern arbeiten, ja, ja, ich möchte, dass die Bühne anders aussieht, ich möchte einen anderen Auftritt haben, dass dann dieses künstlerische Ego noch mit reinkickt, ja, was ja fast noch größer, also schwieriger zu handeln ist, weil es noch ganz andere Dominanz, finde ich, auf eine Person ausübt. Sicherlich, ja. Und dein Weg ist ja der aus der Popwelt. Voll. Dann ist das ja noch umso schwieriger. Das heißt, hast du im Moment nicht das, also du hast auch nicht das Gefühl, dass du, so nehme ich die Frage, bestelle ich, kann ich mir selber beantworten, ja, insofern eine bescheuerte gestellte Frage, die ich trotzdem stelle. Ich stelle sie trotzdem, ja. Du hast nicht das Gefühl, dass du Zeit verloren hast oder dass du zu spät bist? Ja und nein. Also natürlich hätten Sachen viel, viel früher passieren können, müssen, sollen, whatever. Aber ich sage auch, ich wäre vielleicht mental, vor allem, also ich selbst, wäre vielleicht gar nicht dafür bereit gewesen. Ja. Ja. Und jetzt denke ich mir halt, also ich sag dir, bis vor so 2-3 Jahren oder vielleicht sogar bis vor 2 oder vielleicht sogar bis vor einem Jahr, bin ich in zum Beispiel in Songwriting-Sessions gegangen, wo ich für andere KünstlerInnen reingegangen bin, habe immer so gedacht, boah, ich bin die Schlechteste im Raum. Was ist, wenn ich nicht abliefere? Ich habe mich wirklich auch so, ich habe schlecht mit mir selbst geredet. Ja. Und das war ein ganz großer Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwann, wenn ich so furchtbar wäre und wenn ich das so nicht könnte, dann hätte ich nicht schon in den richtigen Momenten so abgeliefert, wie ich es kann. So. Das ist auch interessant. Guck mal, ich habe mich auch, kann man auch bei uns gucken, ich habe gefühlt jedes Casper-Interview, das ich, ja, geführt habe mit ihm, kommt immer an den Punkt, dass er sich selber auch emotional so ja, klein redet auf, ja, einer Bühne, so nach dem Motto, warum stehe ich hier? Was wollen die eigentlich alle, ja, von mir? Ja, ich werde es, ja, verkacken. Ich glaube, zu sehen, dass das so ein bisschen zum eigenen raus, also er weiß, ja, dass er das braucht, um sich dann selber raus aus dem, ja, Loch auf, ja, die Bühne schmeißen zu können.
Bei dir habe ich aber das Gefühl, dass, da sind wir wieder bei dem Rucksack, schon Altlasten dazu geführt haben, dass dich eher immer wieder was zurückgezogen hat. Sicherlich, und, ja. Und du viel an dir, also an dir auch persönlich arbeiten musst. Total. Muss man. Muss man. Musste vor allem. Also so. Und das ist, glaube ich, so das Schwierigste, was man machen kann, weil ich bin auch so aufgewachsen, dass man über manche Sachen, machst du dir halt keine Gedanken und so. Und dann triffst du vielleicht Menschen, die aber dir was Gutes wollen und dich auch ein bisschen so, nicht drängen, aber dich dazu bringen, sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Ne? Und das ist für mich so ein, ich glaube, ich war vorher, hey, ich war früher auch mal eifersüchtig auf irgendjemanden oder hab's ja vorhin auch schon gesagt, verglichen, nach links und rechts geguckt. Ich mache das gar nicht mehr, weil ich mir denke, und das kann man mir glauben oder nicht, aber ich gönne wirklich jedem alles, weil ich weiß, das Einzige, was für mich zählt, bin ich selber. Die anderen können mir am Ende des Tages egal sein. Also das ist die einzige Competition, die ich habe, bin ich selbst. Und nur mir muss ich es beweisen. Weil ich weiß nicht, was andere Menschen durchgemacht haben. Ich weiß nicht, was andere Menschen durchmachen. Ich will niemanden judgen. Ich will auch so eine negative Energie gar nicht mehr in meinem Leben haben. Die einzigen Sachen, über die ich Kontrolle habe, bin ich selbst. Alles andere kann ich nicht kontrollieren. Also kann ich dafür sorgen, dass ich mich mit meinen Sachen auseinandersetze, dass ich an mir arbeite, dass ich in meinem Handwerk besser werde, dass ich mir einen Plan mache für das, was ich machen kann. Und nichts anderes. Alles andere ist outside of my control. Und das machst du. Ja, ich meine, du hast Management schon ein paar Mal betont. Und das darf man auch immer nicht unterschätzen, wenn man von Musik und von Künstlern redet. Das Management ist ein sehr wichtiger und entscheidender Faktor. Total. Das hat ja offensichtlich bei dir einiges ausgelöst. Denn auch mir ein krasses Selbstvertrauen gegeben. Ja. Also ein Schwung Selbstvertrauen, sage ich mal. Weil auf einmal da Leute waren, die gesagt haben, hey, du bist wirklich gut in dem, was du machst. Und manchmal braucht man weiß das doch, manchmal braucht man eben auch ein bisschen Zuspruch und Leute, wo man weiß, hey, die wollen wirklich das Beste für mich, weil... Das ist so ein bisschen also, das Zwiespältige, was ich immer an Künstlern, die auf Bühnen, also die quasi von sich selber sagen, ich bin für Bühnen geboren, ich will gehört werden und das wirst du ja auch in deinem Leben früh gesagt haben, dass es da immer so ein ambivalentes Verhältnis zu Zuspruch und Kritik gibt, was ich ganz interessant total. Finde. Weil es ja schon, also man will gesehen und gehört werden, man möchte bejubelt werden, man hat aber Angst davor, dass total. Man kritisiert wird. Total, man hat auch Angst, also ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen an unserer Gesellschaft liegt, dass man manchmal Angst hat, man selbst zu sein, weil es vielleicht ein bisschen anders ist, als das, was gerade angesagt ist. Ja. Und ich hatte zum Beispiel immer so ein Ding, dass ich gedacht habe, boah, ich muss so sein wie andere Frauen. So. Und irgendwann war ich so, ich bin aber nicht so. Jeder kann so sein, wie er mag. So. Und ich kann genauso sein, wie ich bin. Aber du hast ein Trademark für dich entdeckt. Ne? Meine Haare, voll. Es war aber ein Zufall. Es war jetzt nicht... Aber du hast schon irgendwann auch bewusst entschieden... Total. Ich weiß, dass egal, wie bescheuert man diese Frisur auch finden will oder wie schön man sie findet, ich weiß, dass wenn ich in einen Raum gehe, rausgehe und irgendwann nochmal reinkomme, Leute sich an mich erinnern. 100%. Also, wir haben noch nicht so viel Kontakt gehabt auf deinem Weg, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen. Ja. Aber die Frisur und das ist die da mit Savage und der Song. Alles klar, das Gesicht kann ich mir merken. Total. Das ist total, ich meine, ehrlicherweise, und ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich normalerweise, jetzt trage ich heute den hier, immer Kapuzenpullover. Ja, dich kennt man auch mit Cap, Bart, Kapuzenpullover, genau. Ja, genau. Insofern verstehe ich das auch und das ist ja für einen Markenkern und eine Markenbildung auch total wichtig. Hast du eigentlich, sag mal, darf ich sowas fragen öffentlich? Ja. Wie alt bist du? Schätz mal. Darf ich nicht fragen. Doch, darfst du. Ich bin 30. Aber ich habe sie ungefähr ausgerechnet. Ich bin 33. Ja, über 30 bist du. Also, wir müssen, glaube ich, mal zwei Schritte weitergehen, damit die Jungs da weiterarbeiten dürfen. Ja. Oder? Nee. Dann gehe ich wieder rein. Okay. Aber damit, ich fange nochmal anders an. Ich finde, in der Musik ist heute total spannend, dass es vor allem früher dieses Bild gab von, oh, muss schnell, sonst fährt dein Zug ab. Und dann kommt sowas wie Trettmann. Verändert sich und die Musik nochmal und macht mit Mitte 40 auf einmal so, wird Newcomer für 18-Jährige und auf einmal ist er da. Und das Schöne ist, dass also die Möglichkeiten da sind. Hat dir dein neues Nessie-Ich auch den Druck genommen, dass du als Frau Angst hast, in der Musikindustrie zu alt zu werden? Also A, muss ich sagen, ich habe sehr gute Gene. Ich sehe nicht so aus, wie alt ich bin. Look at me. Nein, im Ernst, also ich glaube,
Ich glaube, was mir Beispiele wie Trettmann oder vor allem so eine Sia zum Beispiel, die auch erst mit Anfang 40 berühmt geworden ist, aus dem Zufall irgendwie. Ja. Natürlich sind das Sachen, wo ich mir denke, okay, nichts ist unmöglich. So, es kann, man kann alles irgendwie machen. Und ich glaube auch, dass es heute, es gibt nicht mehr diese, also ich kenne durchaus noch Leute, die sagen, oh, ich sag nicht, wie alt ich bin. Und ich denke mir so, naja, aber jetzt kommen wir wieder zu unseren Lieblingssprüchen. Ey, Schildkröte und Hase. Die Schildkröte hat viel mehr vom Weg zu erzählen als der Hase. Und so sehe ich es auch. Ich könnte die ganze T-Shirt-Kollektion aus den Sprüchen drücken. Also so sehe ich das eben auch. Und ich denke eben, jeder hat ja seinen eigenen Weg. Und deswegen, hier sind wir wieder beim, ich vergleiche mich mit niemandem, weil jeder Weg anders ist. Auch jemand, der sehr früh bekannt werden kann, für den kann das genauso unförderlich sein, wie wenn man ganz spät vielleicht irgendwie seinen Durchbruch, was auch immer das heißt, schafft, ja. Und ich denke mir, für mich jetzt aktuell fühle ich mich das erste Mal so an, also es fühlt sich für mich das erste Mal so an, als ob ich authentisch ich selbst bin. Das klingt super cheesy, aber das meine ich. Also, dass ich in mir, ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Ich kann Nein sagen mittlerweile. Ich kann Grenzen setzen. Viele Sachen, die ich vor ein paar Jahren nicht hätte machen können. So. Und ja. Ich glaube, jetzt bin ich erst auch mental bereit für whatever may come. So. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal kurz so machen? Dankeschön. Einmal fürs Bild nochmal. Das ist nämlich eine schöne Anekdote, eine schöne Geschichte, die wir haben. Da kommen wir gleich im dritten Teil noch dazu, denn ich finde den Gedanken, also du hast mir davon erzählt, dass du mit Puma eine Partnerschaft hast. Ja. Und die Leute, glaub mir, es geht mir wirklich darum, Nessie hier euch vorzustellen und auch dich ein bisschen kennenzulernen. Die Geschichte hinter dieser Partnerschaft, die fand ich aber so spannend, was auch die Idee da auf beiden Seiten war. Ja. Deswegen müssen wir dann nachher auf jeden Fall drüber reden. Fakt ist einfach, wir haben jetzt 2022. Deine Karriere ist, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, aus den ersten Demos 15, 16, 17 Jahre. Ja. Seit dem ersten Moment, wo du gesagt hast, dass wir Musik machen. Ja. Ist der Antrieb, den du früher hattest, heute immer noch da? Der ist anders. Ich habe einen anderen Antrieb. Natürlich bin ich jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, so, ich kann das nicht mehr so wie früher machen, dass ich mir, keine Ahnung, einen Nebenjob in der Tankstelle suche und Yum-Yum-Nudeln zum Mittagessen. So. Und du bist gesettelter, du hast einen Background, ja, du hast ein Team. Ja, ganz genau. Und ich habe ja jetzt auch, schon ein bisschen bewiesen, dass was ich mache auch nicht doof ist. Und dass, wenn man mit mir arbeitet, da auch durchaus sehr gute Ergebnisse kommen können. Und natürlich möchte ich jetzt, also ich sehe das auch an, hey, wenn wir jetzt einfach mal von Zahlen reden. Ja. Ich habe gestern mit meiner Managerin tatsächlich einmal in meine GEMA reingeguckt und das ist so, das wird jedes Jahr steigert sich das. Und das ist schon mal was, wo man doch sagen kann, ich mache doch was richtig. Du bist ja auch hier für mehr als nur Nessie, die Musikerin. Ja. Und darüber reden wir gleich. Königin wie Cleopatra, all die Jahre unter dem Radar. Heute wollen sie ne Hook von mir, hab die Eins in der DNA. Das Schöne an so einem Job, den du hier auch hast, und vielen Dank, ist ja, dass dazu dann auch gehört, dass du gleich shoppen gehen darfst, ne? Das stimmt. Ist das eigentlich so eine schöne Seite an der Arbeit? Total. Zu wissen, dass du, die Leute wollen, dass du jetzt... Hey, Sachen, die ich cool finde, darf ich anziehen. Wird mir gegeben. Das ist Win-Win auf jeden Fall. Guck mal, du hast mir erzählt, das weiß ich nicht, da saßen wir bei dem Stadion. Uns ein bisschen unterhalten. Das war in Wolfsburg. Und bei heiße Sitze gab es da, genau. Stimmt sogar wirklich. Und dann hast du mir so ein bisschen erzählt davon, dass da was, ich weiß nicht, war, kommt, verhandelt wird. Ja, dass wird wir gesprochen haben, genau. Genau. Und daraus ist dann entstanden, Puma möchte als Marke mit Nessie langfristig zusammenarbeiten. Ja. Ist das richtig so? Richtig. Gib mir mal so dein Commitment dazu. Also was ist das, was jetzt passieren wird? Du bist jetzt das Gesicht von Puma? Ich bin nicht das Gesicht, aber ich bin ein Gesicht von Puma auf jeden Fall. Was für mich total verrückt ist. Ne? Also weil wenn man sich anguckt, mit wem ich hier... Puma represente, dann hast du dann Neymar, du hast eine Pamela Reif, du hast einen Usain Bolt. Andererseits, auch ein Usain Bolt zum Beispiel, wie wir ja auch heute gelernt haben, wurde schon mit 12, 14 von Puma gesigned. Die haben von Anfang an dem geglaubt und
guck, wo er jetzt ist. Und ey, das ist der erste Gedanke, den ich dabei hatte. Und ja, ja, Leute, ne, wir sind hier bei Puma und ihr könnt euch diese Kommentare dazu sparen. Natürlich ist es eine Sache, dass Puma eingeladen hat, gesagt hat, habt ihr nicht Lust, das zu machen? Aber ich komme hier nicht hin, weil Puma sagt, mach mal bitte, sondern weil ich deine Geschichte spannend finde und diesen Punkt daran nicht so interessant fand. Denn ich habe mich gefragt, warum will Puma mit Messi lange zusammenarbeiten? Weil Reichweite, wir sind in einer Welt, wo ihr alle nach Zahlen gemessen werdet und alles nur noch. Und dann kommt es auf einmal dazu, dass da jemand offensichtlich in dir das Talent, das wir heute ja auch so ein bisschen beschrieben haben, also den Kern, sieht. Ne? Du nickst die ganze Zeit. Ja, ja, und ich deshalb stimme dem zu. Ja, und deshalb irgendwie offensichtlich Bock hat, mit dir zu arbeiten. War das da auch Teil des Gespräches, das man geführt hat? Das Gespräch, was wir geführt haben, war erstmal, was ist Puma überhaupt? Wofür steht Puma? Und das war nicht, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nicht Bock auf dieses Gespräch hatte. Natürlich hatte ich Bock, weil so ist es nur entstanden. Aber es war jetzt nicht so, dass ich in der Bringschuld stand, um Puma zu beweisen, wie cool ich bin. Sondern die haben mir gezeigt, ey, guck mal, das sind wir. Wir lernen dich kennen, du lernst uns kennen. Und dann gucken wir mal, ob wir das cool finden und ob wir zusammen den Weg vielleicht ein Stück bestreiten möchten. Ey, es gibt ja noch einen weiteren Match, und über den haben wir dann noch gar nicht gesprochen, den man bei dir aber jeden Tag in deinen Insta-Story sieht. Du hast ja Sport. Genau, und dafür war es gefunden auch für dich, ne, oder? Total, also wirklich gefunden für mich. Und das ist auch eben ein großer Teil, warum ich glaube, dass diese Zusammenarbeit mit Puma so viel Sinn macht, weil A, Musik, Lifestyle und Sport, das sind alles Sachen, also Lifestyle jetzt mal, kann man benennen, was man will, aber vor allem Musik und Sport ist halt komplett meins. Und das haben die auch gesehen und haben gedacht, ey, das finden wir cool. Ich bin jemand, der, glaube ich, also ich kann mich niemals verstellen, ich bin so, wie ich bin. Und ich glaube, wenn ich sage, dass ich von etwas überzeugt bin, und die Leute, die mir in meinem kleinen Kreis vielleicht jetzt schon folgen, wissen das halt auch. Und vielleicht und hoffentlich wird es in der Zukunft so sein, dass ich eine größere Audience bekomme, auch eben mit Hilfe so einer Brand wie Puma. Und die glauben einfach daran. Und das ist für mich was ich dachte, das existiert gar nicht mehr. Ja, es klingt auf jeden Fall ein kleines bisschen. Ist ein bisschen Fairytale-mäßig, aber umso schöner ist es doch zu sehen, dass egal wo du stehst, wenn du dein Ding machst, dann kommen auch gute Leute zu dir. Und mal ehrlich, du hast auf deiner Karriere ja schon so Punkte gehabt, an denen du mal ganz zufrieden warst, so, wo du auch vielleicht schon mal was geschafft hast, aber auch viel unzufrieden warst in den Situationen, in denen du gewesen bist. Es brauchte auch eine neue Nessie, um dann heute hier total sitzen zu können. 100%. Und jetzt kann man im Zweifel sogar die Brand rausnehmen, einfach zu sitzen und zu sagen, du stehst als Künstlerin da und es gibt Menschen, die wollen mit dir über die Musik hinaus arbeiten. Ganz genau. Und das ist doch total cool, weil ich bin ja nicht nur, und ich sehe das so wie beim Schreiben. Ja. Beim Songwriting beschränke ich mich nicht auf ein Genre. Ja. Und ich als Persönlichkeit, als Künstlerin bin ja, klar bin ich zum großen Teil Musik, aber ich mache ja noch andere coole Sachen. Und es ist doch umso schöner, dass man einen Partner findet, der das auch cool findet. Wie viel selber bist du bei sowas heute? Also 100%. Wie viel kannst du selber auch durchsetzen? 100%. Ich mache nichts, was mir nicht passt. Das habe ich vorhin gesagt mit den Grenzen setzen. Ja. Ich gehe nach meinem Bauchgefühl. Wenn ich sage, boah, da habe ich irgendwas, dann fühle ich mich unwohl. Oder hey, sei es, das Teil finde ich hässlich, dann ziehe ich es auch nicht an. Da zwingt mich niemand mehr. Und früher hätte ich vielleicht so Sachen gemacht. Ja. Und heutzutage kann ich einfach aus voller Überzeugung sagen, ich gebe denen auch Feedback. Ich ziehe Sachen von denen an und sage, hey, das finde ich cool an den Sachen und das finde ich irgendwie ein bisschen wack. Was würdest du eigentlich sagen, wenn irgendwann durch so eine Zusammenarbeit auf einmal die Sport-Influencerin, Sportlerin Nessie sogar vielleicht an irgendeiner Stelle, warum mal, weil du vielleicht durch eine Planung in einem Commercial steckst und auf einmal bist du das Gesicht für die super Schuhe oder ja, irgendwie. Ja, wäre krass. Und dann ist es gar nicht die Musik, sondern auf einmal das. Stört dich das? Nee. Also ich glaube nämlich durch das eine, und da muss ich wieder beim Songwriting ansetzen, ja. Ich habe angefangen, Songs für andere Leute zu schreiben, um mein eigenes Musikprojekt machen zu können. Ja. Und ich glaube, manchmal sind es Symbiosen, die entstehen in deiner Tätigkeit als Künstlerin. Künstlerin bedeutet ja nicht, dass ich nur Musik mache. Ey, was ist, wenn ich nächstes Jahr anfange zu malen oder Gedichte zu schreiben oder vielleicht fange ich nochmal Yoga an oder so, dann ist das auch eine Facette von mir. Und genauso ist halt der Sport mittlerweile jetzt, also gerade das zum Beispiel dieses Weightlifting, was ich mache, das ist einfach ein großer Teil meines Lebens und von mir auch.
die nächste konsequente Stufe wäre dann ja irgendwann eigene Kollektion. Ne? Wäre mega geil. Also ich sag dir, ich habe ja schon konkrete Vorstellungen, oh, vor allem für... Jetzt genau zuhören. Vor allem für... Naja, ich weiß eben, ich kann dir sagen, was funktionale Kleidung im Sport und im Gewichtheben und wenn du dich viel bewegst und keine Ahnung, wie das zu sitzen hat. Ich kann dir das sagen, ich mache das jeden Tag. Das ist genauso, wie ich dir sagen kann, ich weiß, was für einen Jogginganzug ich im Nightliner brauche, der bequem ist, damit ich darin gut schlafen kann. Ich kann dir genauso sagen, was ich von einem Bühnenoutfit erwarte. Ja. Und das habe ich in dieser Brand auch. Puma ist ja nicht nur Sport. Also ich weiß nicht, die haben eine Kollektion mit Dapper Dan gemacht und June Ambrosio, diese krasse Designerin, das ist auf der New York Fashion Week gewesen. Das ist alles nicht nur sportliche Fashion. Gerade eine Kooperation mit MCM, da sehe ich Vogue. Wir haben halt auch mit Dua Lipa hier Leute, die sind mehr als Musik. Ja, und wir hatten eine Rihanna. Mhm. Also ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Und da sehe ich eben alles vereint. Und da denke ich mir auch, das kann ich doch auch machen. Warum denn nicht? Guck mal, ich komme aus dem Hip-Hop. Da ist Kooperation früher verpönter gewesen, als es heute ist. Es wird gang und gäbe, es ist Vogue. Und ich mag ja auch ehrlicherweise, und ich bin ja auch ein bisschen Teil von diesem Weg, dass Hip-Hop übernimmt, so formuliere ich es mal so ein kleines bisschen, die Attitude so ein bisschen übernimmt, dass man nicht sich von außen aufdiktieren lässt, wie die Dinge zu sein, sondern dass man die Codes mitbringt und dann gemeinsam auf Augenhöhe. Genau, auf Augenhöhe, aber nicht auf, dass ich sage, oh, ich bin die krasseste oder die Brand sagt, ich bin die krasseste, sondern es ist einfach, hey, wir wollen zusammenarbeiten, genauso wie wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten. Ja. Und uns ja auch Spinnereien ausdenken, was man noch machen könnte und keine Ahnung. Genau so ist es mit Puma. Und du hast das Gefühl, Nessie mit 30.000 Followern auf Instagram kann hier sich auf Augenhöhe austauschen mit einer Total, Brand wie Puma. Total, weil die mir die Möglichkeit dazu geben. Hey, ich habe mit denen eine Werbung gemacht. Ich war mit Neymar und Pamela Reif und Koman und Melo und so in einer Werbung. Welche Brand macht denn das? Eine, die an dich glaubt. Und das ist halt cool. Und ich glaube, die machen es aber nur, weil du an dich glaubst. Und das ist das, was ich heute gelernt habe. Ja. Und ich glaube, deshalb werden wir auf jeden Fall von dir noch ein bisschen was sehen. Ja. Also, hier sowieso, aber vor allem hier da draußen auch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt möchte ich, dass du shoppen gehst. Denn hier kommen immer mehr Leute und ich habe Angst, dass deine Größen gleich... Aber der möchte ja auch. Die müssen aufhören. Ja, so, die wollen alle noch mal gucken. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke, dass du dabei bist. Es war eine Freude. Und ihr, ne, was sie macht, werdet ihr bald sehen. Bis dahin. Tschüss. Backspin.